Und jetzt geht's los. Also der Startschuss ist erfolgt und ganz, ganz links sehen wir Laura Sticker, die hier vorne ist, aber sie fährt eigentlich eher verhalten. Man hat da auf der linken Seite noch eine Spur offen gemacht jetzt für das Frauenrennen, dass man da auf der Wiese fahren kann. Ja, man wird es, glaube ich, auch nachher sehen, dass die jeden Grashalm mitnehmen, um ja, ein bisschen Traktion zu bekommen. Die ersten Meter vorne die Laura Sticker, dann die Alexandra Keller und dann haben wir unsere Dame aus Italien, glaube ich, war das, die Giada Spezia. Also die Situation an der Spitze, Sina Frey, dann kommt schon die Weltmeisterin Pauline Prévent und Alexandra Keller, die ist jetzt gerade touchiert. Hast du es gesehen, ganz kurz an diesem Pfosten? Genau, da muss man jetzt, je nach dem Ausblick auf der linken Seite, das Bein ausheben, nachher möglichst früh Brems loslassen, dass man da den Schwung mitnehmen kann und dann auch genug früh absteigen. Ja, wer sein Mountainbike liebt, der schiebt. Das ist jetzt hier leider die Regel bei diesem Rennen. Ja, also man sieht Alexandra Keller vorne vor Pauline Ferrand-Prévent, der Weltmeisterin. Und dann haben wir Sina Frey. Das sieht aus, als wenn die Weltmeisterin jetzt in Führung gegangen ist. Jawohl. Sie haben gesehen, dass Prévent, also die Weltmeisterin, eine Flasche bekommen hat, eine weiße Flasche, eine Trinkflasche. Und warum spritzt sie im Mountainbike? Man sieht da, aber man sieht, dass der Dreck immer das Velo mehr und mehr zumacht. Und gerade auch, wenn noch Wiesen ist, dann verstopft das Gras auch recht fest. Wenn es so bleiben würde, was man natürlich um die Zeit noch nicht sagen kann, dann wäre Alexandra Keller die Siegerin der ÖKK Bike Revolution Gesamtwertung. Aber Anne Terpstra ist natürlich auch noch im Rennen und die ist momentan auf Rang 7 gelistet. Jetzt geht's hier zum Rockgarten und erstaunlicherweise die Weltmeisterin nimmt die B-Linie. Alessandra geht jetzt da A-Linie ab. Wie man sieht, die ist eben dementsprechend rutschig mit dem Schlamm. Und auch hier sehen wir Alexandra Keller den langen Anstieg hochlaufen. Und heute geht es nicht nur ums Fahren, heute muss man auch noch schnell laufen. Also. Wir sehen hier gerade die Weltmeisterin, wie sie auf die letzten zwei Runden geht. Pauline Ferrand-Prévent und gerade fährt Alexandra Keller wieder an uns vorbei auf Rang 2. Jetzt hat sie einen Rückstand von 1:01. Das ist noch nicht viel bei diesen Streckenverhältnissen. Und jetzt wieder Alexandra Keller im ÖKKS und sie ist ja auf der A-Linie unterwegs, auch jetzt wieder. Das ist richtig steil. Hier sieht man das in dieser Einstellung. Das ist hier nicht so ein Hügelchen, sondern da geht es richtig steil hoch. Jetzt werden ja bei diesen Witterungsverhältnissen selbst so kleine Rampen, also Zuschauerüberwege, werden ja schon schwierig, ne? Wenn ich mir die Rampe so angucke. 20, letzte Runde, Ultimo Tiro, Last Lap für die Französin. Und gleich dahinter werden wir auch Alexandra Keller hier auf der Zielgeraden begrüßen können. Also noch eine Runde und wir sehen jetzt die Drittplatzierte momentan. Das ist vom Specialized Factory Racing Team Sina Frey. Aber auch nach hinten hat sie, glaube ich, auch ziemlich Platz. Wir sehen Alexandra Keller, die wird mit ihrem zweiten Platz zufrieden sein. Sie hat ja gesagt, sie konnte sich wenig vorbereiten, hat viele Termine, wurde herum. Also Alexandra Keller hier
mit Rang 2. Das reicht dir, um die ÖKK-Gesamtwertung, Bike Revolution-Gesamtwertung zu gewinnen. Jetzt heißt es Start- und Zielsieg. Anders darf man es gar nicht, kann man es gar nicht bezeichnen. Die Weltmeisterin kommt ins Ziel, gewinnt das Finale der ÖKK Bike Revolution in Huttwil. Und zwar von Anfang bis zum Ende ganz vorne dabei. Dreifache Weltmeisterin 2022, die Dame vom BMC MTB Racing Team Pauline Ferrand-Prévot, die hier auch die Gesamtwertung der ÖKK Bike Revolution gewinnt. Heute auf Rang 2. Und da wird sie schon gefeiert von den vielen Zuschauern. Alexandra Keller auf Rang Nummer 2 beim Finale, beim großen Finale ÖKK Bike Revolution in Huttwil. Also Gratulation natürlich auch von uns. Rang 2 im Ziel, Rückstand 2,51. Da hat sie sogar noch mal in der letzten Runde ein bisschen aufgeholt. Na, da freut sie sich. Ich kann's noch. Ja, it was so cool to play on the mud and you know, it's always better to be at the front when it's this condition. So I try to just go at the beginning of the race, and after I managed to stay on my bikes as much as possible, and just to take care also of the mechanic, because with the mud it was really hard for the bike too. So it was super nice to be here and to race against the girls.